lassen wir das sein. Unangenehme Sachen im Leben. Aber auch so, wie ich mir Gedanken mache, was denken echt die anderen, macht man sich im Leben ja allgemein viel zu viele Gedanken, was die anderen Leute über einen denken. Man muss einmal sagen, die anderen Leute haben auch anders zu tun, als immer zu denken, was jetzt ich gerade mache. Und immer wieder läuft man in die Fallen rein, als Beispiel. Zum Beispiel redest du mit jemandem, face to face. Und jetzt siehst du, während er redet, löst sich von seinem Maul ein kleiner Spuck. So gross. Man würde ihn fast nicht sehen, wenn er nicht gesehen ist, herfliegen von seinem Maul da her auf die Backe. Er hat kein Gewicht, man sieht ihn fast nicht. Es ist so, es ist ein Mikrotröpfchen, aber du spürst noch, er wird immer schwerer da. Und du redest so, du kannst dich gar nicht mehr konzentrieren, was der andere erzählt, weil du spürst, wie da der Spuck schwerer wird. So. Und wenn der andere vielleicht gerade mal sagt, oh, ist auch noch gut, mach so. Ganz schnell. Wo ist das Problem? Ich meine, was müssten wir erwarten, wenn wir jetzt einfach wegputzen würden? Anstatt uns da quälen, oder? So einfach so wegputzen. Was erwarten wir denn, dass der andere sagt, du also hallo, gell? Jetzt habe ich dich so schön angespuckt, also jetzt... Du putzt es einfach weg. Und das geht ja gar nicht. Aber da haben wir so im täglichen Leben, gibt es immer wieder so Episoden, oder? Zum Beispiel gibt es aber auch Sachen, die wirklich peinlich sind. Wenn man zum Beispiel feststellt, mal, man hat das Lied immer falsch gesungen. Kennt zum Beispiel jemanden, der hat immer gesungen, Viva the Champions. Viva the Champions, hey. Das ist peinlich, irgendwann siehst du nicht mehr mal, wie es heisst. Es gibt also Klassiker, die niemand weiss, in der Disco-Mix, wenn er so, zum Beispiel ein Song ist Respect for the Aretha Franklin, R-E-S-P-E-C-T. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me, ist der Originaltext. Aber in der Diskothek ist nämlich woo, und der DJ, pfaff, pfaff, R.E.S. Bitte gehen Sie auf Tanzfläche und singen, Harry Canem E.C.T., Chang'e no the Ocean Free, woo, 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 woo. Das ist ein Grund zum Schämen, wenn du das rausfindest. Klassiker, I will survive for the Gloria Gaynor, weiss auch nicht mehr, wie es geht. First time was afraid. I was petrified. Genau. Aber nein, das wissen die wenigsten, was das heißt. Das ist dann so. First time was afraid. I'm terrified. Woo! Letztens habe ich so Geschichte gehört. Es hat ja in der Schule hat es ein Büchlein gegeben, das hat geheißen, meine Schulklasse. Meine Schulklasse, da jeder können, hat so Fotos reingeklebt, oder? Die ganze Schulklasse hat immer ein bisschen ausgesehen wie in der ehemaligen DDR. So gehockt bist, im Scheitel. Nie hat jemand einen Scheitel gehabt, aber der Fotograf hat immer so den Scheitel machen. Ist da so gehockt mit diesen grusigen Pullis. Und dann ist unten dran, hast du können sagen, dein Lieblingsessen, Lieblings, alles, Bücher und über Lieblingssong. Und jetzt hat die Schwester von einem, hat reingeschrieben, Lieblingssong Agathe Bauer. Agathe Bauer. Da haben die lange überlegt, was ist das für ein Song? Noch nie gehört. Jetzt hat sie ja mal in den 90er Jahren einen Song gegeben von Snap. Der heisst I've got the power. Sie kennen Dance. Dance. I've got the power. Das wäre der Originaltext. Aber es tönt auch gut. Agathe Bauer. Geht auch. Finde ich völlig korrekt. Völlig korrekt. Völlig korrekt. Es geht auch, wenn man phonetisch einfach. Agathe Bauer. Es gibt aber Sachen, die wirklich auch peinlich sind. Zum Beispiel Nordic Walking. Finde ich ganz peinlich. Sollte doch am Gschitsch auf der Zeit auf den Spiegel herstellen, damit die Leute sehen, wie so blöd sie aussehen. In diesen engen Lycra, Schweißkleider, immer farbig und so. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis, wenn die Jogger schon mittlerweile Gehhilfe brauchen. Unangenehm ist auch im Leben, für mich persönlich jeweils, wenn ich einen eingeschriebenen Brief daheim in der Post habe.
Meistens ist man ja nicht daheim, wenn der Pöstler kommt. Gut, bei mir ist es so, dass die Post immer auf dem Küssi liegt daheim, weil der Pöstler ja selber sie raufbringt. Aber so ist es so, wenn man den Briefkasten aufmacht, normalerweise nimmt man die Sachen raus und dann ist man ja nicht daheim gewesen, dann hat der Briefträger hat dann so einen Zettel ausgefüllt, oder, wo man muss abholen muss. Und dann geht der gelb-weiße Zettel am Boden und du denkst, juhu, ein Bettli! Und dann nimmst du auf und du siehst, oh nein, LS, Letter Signature. Fast an studieren. Wer schickt mir echt einen eingeschriebenen Brief? Kündigung habe ich auch gekriegt. Also das kann es nicht sein. Was ist echt das? Ein Bankcode vielleicht? Ein neues? Nein, habe ich auch nicht gekriegt. Was könnte das sein? Vielleicht eine Polizei? Nein, die Polizei schreibt sicher nicht einen Brief eingeschrieben, wo sie sagen, sind Sie bitte am Donnerstag daheim, kommen Sie verhaften. Sie kommen einfach selber, die schreiben keine Eingeschrieben. Und das lässt mir keine Ruhe. Und ich kann so schlecht schlafen, ich denke immer, was ist der eingeschriebene Brief? Was ist das? Das bedeutet nie etwas Gutes. Nie. Ich bin dann am Morgen einer von den ersten auf der Post, 10:30 und es lässt mir wirklich keine Ruhe und dann gehe ich da rein. Und die Post hat ja schon seit Jahren, wirklich schon seit Jahren, eine wunderbare Einrichtung. Früher ist man immer elend angestanden, oder? Seit Jahren gibt es das Kästchen, wo man einen Zettel rausnehmen kann. Da hat es eine Nummer drauf und da hat es ja Displays, ABC-Schalter und so. Und du wartest hinten und schaust, bis du dran bist, oder? Es wird dann angezeigt, aha. Da hat es einen Haufen Leute, die warten. Jetzt hat es aber lustigerweise auch nach so vielen Jahren immer noch Leute, die einfach in die Post reinlaufen, das Kästchen gar nicht anschauen und so an einen Schalter stehen. Da denke ich manchmal, wenn ich hinstehe und denke, wo war der gewesen, die letzten paar Jahre? Gefängnis? Kann ja sein, meine, wenn du 15 Jahre hinten warst, dann kriegst du das nicht mit. Dann kannst du das verpasst haben. Ich frage mich aber auch, was echt er denkt, was wir hinten dran machen. Nein, nein, gehen Sie noch führen, wir sind hier nur ein bisschen am Schauen. Nein, nein. Nein, nein, wir stehen nicht an. Nein, nein, wir sind hier auf einer Führung. Wow, ist noch schön da, ne? Ist noch schön da, die Post. Ne? Viele sind ältere Leute, die eigentlich das Leben lang nichts anderes gemacht haben als Einzahlungen, Auszahlungen. Mit einem gelben Büchlein. Dann gehen sie wieder rein an den Schalter, wieder 6'000 Franken abheben für den Enkel. Das ist wieder ein bisschen knapp bei Kassen, oder? Dann wieder mit dem vielen Geld im Mantelsack raus aus dieser Post, um den Ecken rum, zack, eins auf den Grind und das Geld ist weg. Und wieder Tele Zürich, der sagt, was die Frau wollte machen mit diesen 6'000 Franken da, sie ist noch offen, eins ist aber sicher, sie ist noch knapp am Tod vorbeikommen. Für Tele Zürich, der Benno Kähli.